Moin Moin, ganz herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder das Thema PV-Überschüsse der Einspeiseanlage in einen Akku speichern. Heute mit diesem neuen Produkt von Shelly, dem Shelly Plus 0 bis 10 Volt Dimmer. Viel Spaß beim Video, nach dem Intro geht's los. Über das Thema, wie kann ich von meiner einspeisenden PV-Anlage, egal welche Größe sie hat, die überschüssige Energie, die ich in diesem Moment jetzt gerade nicht selbst nutzen kann oder nutzen will, in einer Batterie zwischenspeichern, habe ich ja schon ein paar Videos gemacht. Im Verlauf dieses Videos ist es auch vorteilhaft, die vorherigen Videos sich mal angeguckt zu haben. Die sind hier unten in der Videobeschreibung verlinkt und der erste Teil ist jetzt hier oben mal verlinkt. Da verwende ich einen LED-Treiber vom Meanwell, des Modell HLG. Und dieses HLG-Netzteil oder LED-Treiber-Netzteil kann man auf verschiedenste Arten dimmen. Das heißt, die Spannung bleibt gleich und der Strom, der rauskommt, der Maximalstrom, der wird runtergeregelt bzw. hochgeregelt, je nach Dimmereinstellung. Und das bedeutet, man kann damit auch eine Batterie laden, weil wenn man das LED-Treiber-Netzteil auf eine Maximalspannung von 55 Volt stellt und die angeschlossene Batterie, wo man gerade dran hängt, dann gibt diese Batterie die Spannung vor. Sagt man jetzt per Dimmung, man möchte mit 10 Ampere laden, dann lädt dieser LED-Treiber 10 Ampere in die Batterie rein, so lange bis seine eingestellte Spannung erreicht ist und dann sind beide Potenziale gleich und dann fließt auch kein Strom mehr aus dem Netzteil in die Batterie rein. So, ich habe schon ein paar verschiedene Varianten mit dieser Dimmung gemacht und jetzt gibt es von Shelly hier diesen neuen 0 bis 10 Volt Dimmer und mit dem ist das ganz einfach umzusetzen. Also ab an die Werkbank. Was ist denn dieses Teil überhaupt? Bei der Dimmung dieses HLG-LED-Treiber-Netzteils hatte ich angefangen hiermit. Das ist ein 0 bis 10 Volt PWM-Steller. Da gibt man ein Signal vor und dann kommt da ein PWM-Signal dann raus. Das hat ganz gut funktioniert und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, ich kann das ja auch mit einem Optokoppler realisieren. Das war dann dieses Video, da habe ich mir diesen Prototypen hier zusammengebastelt zum Ausprobieren und dann habe ich mir daraufhin diese Platine zusammengelötet, welche dann mit einem PWM-Signal zwei Optokoppler ansteuert, um zwei Meanwell HLGs nutzen zu können. Dann hat der Stefan, der hat auch diese beiden Platinen entwickelt. Die sind jetzt bei mir aber nie zum Einsatz gekommen. Die konnte man dann halt bestücken oder die hätte ich mir bestücken können. Hier käme auch ein WMOS drauf, der die Signale verarbeitet und ja, wären dann so schön layoutmäßig super Dinger, hat der Stefan gut gemacht, vielen Dank dafür, hätte man dann auch mit einem Optokoppler das Ganze realisieren können. So, und jetzt gibt es diesen Shelly hier. Dieser Shelly hier hat ganz links Plus und Minus 0 bis 10 Volt, dann hat er S1, S2, L und N. Also der wird hier mit Netzspannung 230 Volt versorgt und gibt dann hier an dem Kontakten gibt er nicht raus, sondern da wird Dim Plus und Dim Minus einer dimmbaren Komponente angeschlossen, wie man das hier schön in der Anleitung sieht. Und dieser Teil hier, das entspricht genau dem LED-Treiber, den ich hier im Einsatz habe, dem Meanwell HLG. Deswegen, ich habe das schon ausprobiert, das funktioniert super. Ich habe es halt nur provisorisch hier auf der Werkbank gehabt und deswegen werde ich das Ganze jetzt mal ordentlich in meine Anlage einbauen. Nachdem der Shelly nun verdrahtet ist, also hardwaremäßig ins System eingebunden ist, muss er natürlich auch noch softwaremäßig eingebunden werden. Deswegen geht es gleich am PC weiter. Aber
Vielleicht fragst du dich, ob es da nicht was Einfacheres gibt. Vielleicht fragst du dich, ob es da nicht was von Trucki gibt. Oder du kennst dieses System hier schon, weil Offi von Offis Werkstatt hat das ja schon mal vorgestellt. Und ja, es gibt definitiv was. Den Trucki2-Meanwell-Stick in Verbindung mit dem Meanwell NBP Batterieladegerät. Dieses Ladegerät kann über CAN-Bus Sollwerte empfangen und dann verarbeiten. Und dieser Stick liest den Hausanschluss aus, den Leistungsfluss am Hausanschluss und wird dort Einspeisung erfasst. Dann gibt dieser Stick einen Sollwert an dieses Ladegerät hier vor und dieses Ladegerät verarbeitet dann den Überschuss und lädt ihn in deine Batterie. Das Ganze läuft schon, das Ganze ist auch schon ausgiebig getestet, aber jetzt kam leider ja zum Vorschein, dass es hier drin einen kleinen Bug gibt. Hier drin in diesem Gerät sitzt ein EEPROM, welches dummerweise viel zu viele Werte, unnötige Werte, immer wieder speichert und schreibt, wenn dieser Stick hier einen neuen Sollwert vorgibt. So ein EEPROM ist also ein, ja, ganz simpel gesagt, ein Speicher. So ein Speicher, so ein EEPROM, hat eine gewisse Anzahl an Schreibzugriffen und ja, in dieser Genauigkeitsklasse, wie Trucki seine erste Software hier geschrieben hat, in der Häufigkeit, wie also neue Sollwerte hier vorgegeben werden, würde das ganze EEPROM so anderthalb, 2 Jahre ungefähr laufen. Deswegen hat Trucki mit Meanwell Kontakt aufgenommen und steht dort in Gesprächen und mal gucken, was sich da alles so entwickelt. Und zusätzlich hat er die Software hier für diesen Stick noch etwas angepasst. Das ging leider jetzt zu ja, negativ, hat wirkt sich leider negativ auf die Genauigkeit und auf die Schnelligkeit aus. Aber jetzt werden nur noch so wenig Werte geschrieben, dass halt das EEPROM hier so rechnerisch so über den Daumen 18 Jahre halten sollte. Und wer weiß, ob das Netzteil überhaupt 18 Jahre hält, das Ladegerät hier. Also, wenn du nicht verpassen willst, demnächst auch Videos hierzu bei mir auf meinem Kanal, abonniere den Kanal sehr gerne. Und dann, wenn du die Glocke auch noch aktivierst, bekommst du noch von YouTube eine Nachricht, dass ich dieses Video jetzt hier habe. Also, jetzt geht's ab an PC. Jetzt geht's aber an den PC. Also, ich habe jetzt hier links habe ich meinen Shelly 1PM, der vor meinem Meanwell HLG hängt und die Leistungsaufnahme misst. Und rechts habe ich den Shelly 0 bis 10 Volt Dimmer. Die Leistung ist jetzt aktuell 1 bis 2 Watt hier, schwankend. Das ist halt die Leerlaufaufnahme, die das Meanwell HLG im Leerlauf aufnimmt. Und hier sieht man den Dimmerbalken. Und wenn ich den jetzt mal hochsetze auf 27 wahllose Prozent, dann wird man jetzt hier sehen, dass das Meanwell jetzt 125 Watt Leistung aufnimmt aus meinem Hausstromnetz, AC-seitig, das Ganze dann in passende Batteriespannung wandelt und sie dann und damit meine Batterie lädt. Und wenn ich dann hier noch weiter hochgehe, dann geht die Leistung da auch noch weiter hoch. Und so kann man jetzt halt schon ohne jegliche Programmierung das Ganze in der Leistung variieren. Je nachdem, wie hoch der Überschuss gerade halt ist. Das ist natürlich jetzt nicht, ja, es ist natürlich hier zu Fuß, ne? Ich gehe jetzt hin und sage mir meinen Dimmerwert so. Ist natürlich nicht die schönste Variante. Deswegen habe ich mir da jetzt für I.O. Broker was überlegt. Also mal kurz Fensterwechsel. Aktuell ist es so, dass der I.O. Broker Adapter für die Shellys noch gar nicht so weit ist. Da ist dieser 0 bis 10 Volt Dimmer noch gar nicht drin. Ich habe jetzt hier die installierte Version 6.6.1. Guckt man jetzt bei GitHub rein, dann ist die neueste Version auch die 6.6.1. Deswegen hat man in seinem I.O. Broker noch nicht die perfekten Werte oder noch gar keine Werte von diesem Shelly 0 bis 10 Volt Dimmer. Hindert einen aber nicht daran, diesen Dimmer über I.O. Broker zu steuern. Das Einzige, was man nicht hat, ist die Rückmeldung, wie denn gerade die Prozentzahl ist. Aber da habe ich mir ein kleines Skript geschrieben oder ausgedacht, welches das zwar die Rückmeldung nicht macht, aber den Dimm-Wert vorgibt. Grundsätzlich läuft da mein altes Skript aus den älteren Videos, welches dann halt guckt, ist Überschuss da, ist
dann mache Dimmwert höher, ist Überschuss weniger, mach Dimmwert weniger und so weiter und so weiter. Das läuft alles noch genau so, aber da muss jetzt oder da ist noch ein kleiner Teil hinzugekommen. Dieser kleine Teil sieht so aus. Ich habe mir den Dimmwert aus meinem alten Script, der halt direkt auf den Tasmota-Dimmer gewirkt hat, in eine zusätzliche Variable geschrieben und jedes Mal, wenn sich der Wert Merker-Dimmer ändert, das ist die Variable, wo ich das reingeschrieben habe, läuft dieses Script hier ab. Ist der Dimmwert gleich 0, dann kommt ein HTTP-Request auf die URL HTTP-IP des Shellys / light / oder nein / 0 / turn gleich off. Das heißt, wenn der Wert 0 ist, dann soll er ausschalten. Ist mein Dimmerwert allerdings nicht gleich 0, dann wird dieser HTTP-Befehl hier ausgeführt. / light / 0 / turn gleich on und brightness gleich den Wert meines Dimmers. Das bedeutet also, da man die Shelly-Geräte auch über HTTP-Befehle ansteuern kann, man kann also sagen, HTTP-IP-Adresse des Shellys und schalte aus oder mache Dimmwert so und so. Das kann man auch alles machen und das habe ich jetzt hier in dieser Variante genutzt. Also jedes Mal, wenn sich dieser Dimmwert hier ändert, wird dieses Skript hier abgelaufen und erhöht dann oder verringert den Wert des Shellys, den Dimmwert. Also ich finde diesen Shelly-Dimmer super. Der macht das mit dem Minuel HLG so simpel und einfach. Wenn du also so ein HLG-Netzteil schon hast, egal ob du damit deine LEDs betreibst, wie das Gerät halt eigentlich auch vorgesehen ist, oder ob du damit, so wie ich hier und in den alten Videos, deinen Überschuss in eine Batterie weglädst, mit dem Shelly geht das richtig gut. Das läuft deutlich sauberer und flotter als mit dem PWM-Dimmer. Aber wenn du jetzt neu in dieses Thema einsteigst, dann würde ich dir zu diesem System hier raten, weil das System ist deutlich komfortabler. Du stellst einfach etwas ein, die Software ist fertig, du machst nur ein paar Einstellungen und dann läuft das völlig autark und automatisch. Bei dem Shelly-Dimmer, ja, und bei dem PWM-Dimmer, da muss halt wieder ein I/O-Broker mitlaufen. Oder wenn du dazu in der Lage bist, bei dem 0 bis 10 Volt Shelly Dimmer kann man auch ein Script intern schreiben. Ich kann es nicht. Ich habe es noch nie probiert. Ich weiß gar nicht, welche Sprache man da schreibt, aber ist ja auch egal. Und ich habe ja eben in der kurzen Einblendung oder in der kurzen Erklärung über das NBP gesagt, das Ganze, was Trucki da jetzt an der Software auf dem Stick angepasst hat, geht zu Lasten der Genauigkeit. Ja, es geht zu Lasten der Genauigkeit, aber das ist nicht groß, das ist nicht viel. Also sagen wir mal, wenn mit der Ursprungssoftware, wo das EEPROM halt richtig gestresst wird, 100% sind, dann sind es jetzt vielleicht noch 95%. Aber also das ist nicht viel, was da weniger in der Genauigkeit ist. Ne? Nicht falsch verstehen, wie ich es eben gesagt habe. So, in dem Sinne, wenn du nicht verpassen willst, wie es hier auf meinem Kanal weitergeht, was hier noch so alles mit dem Gerät kommt und was hier sonst noch alles kommt, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und natürlich auch Kommentare und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und gerne jetzt hier noch ein Video gucken, was hier im Abspann noch kommt und natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss, mach's gut!